Atemlos durch die Nacht. Alter. Mann, das ist immer noch so hardcore an der Grenze. Es gibt so Witze, die sollte man nicht machen. Das ist... Fuck. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Atemlos durch die Nacht. Zitat: Juden im KZ. Ja. Hallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Shit, ich hab was vergessen. Monster Hunter Freedom Unite. Und ja, ich habe es nicht komplett vergessen. Ich bin hier ja wunderbar vorbereitet mit meiner weißen Scheiße, die man nicht mal wirklich sehen kann, glaube ich. Und ich kann jetzt eigentlich auch hier drauf schmieren, was viel schlauer wäre. Denn Wettschulden sind Ehrenschulden. Ich meine, ich wusste, ich verliere diese Wette. Aber wenn es durchziehen, kann man sie ja mal, wa? Kann man es überhaupt lesen? Auch nur ansatzweise lesen? Selbst wenn es fokussiert ist, das nicht lesbar, wa? Halt, ich kann meine Haare noch hoch machen, wa? Es soll dastehen, ich bin schlecht. Wenn ich ganz nah heranzoome, passt das sogar. So. Ich hätte es noch rausmalen sollen, wa? Gut, wenn man es überhaupt nicht lesen kann, ist jetzt eure Aufgabe, es in die Kommentare zu schreiben. Dann mache ich das beim nächsten Mal nochmal, weil wie gesagt, Wettschulden sind Ehrenschulden. Und dann male ich das Ding auch aus und schreibe es größer oder irgend so einen Scheiß. Es fühlt sich jetzt schon scheiße an, so ein Ding auf dem Kopf zu haben. Aber naja, gut, nachdem mich der Ukalos nun beim letzten Mal dreimal die ewigen Jagdgründe geschickt hat, mal wieder, ist das, glaube ich, gerechtfertigt. So, was müssen wir heute tun? Einerseits muss ich mich wahrscheinlich jetzt schon für den Intro-Witz entschuldigen. Es gibt, wie gesagt, so Witze, die sollte man nicht machen. Aber mein Kopf denkt sich, als wenn du sie nicht trotzdem tust, und haut sie halt einfach raus. Unter anderem, was mit dazu gehört, den Witz, den ich tun sollte, wäre selber singen. Das ist der große Vorteil. Alle, die mir gerade eben zugehört haben, sind jetzt wahrscheinlich schon tot wegen Ohrenkrebs oder ähnlichem. Was ja schon mal ein grandioser Start ist. Zudem wurde mir jetzt auch gesagt, dass ich wunderbar, grandios besser gespielt habe, wenn ich nicht rede. Das ist genau das, was ich euch schon immer erzählt habe. Versucht mal zu zocken und währenddessen zu labern. Das funktioniert nicht. Multitasking ist für mich nicht möglich. Ich habe ja schon Probleme zu atmen und zu laufen. Immerhin habe ich momentan Muskelkater und Asthma. Das eine ist sogar dauerhaft da. Es ist halt ungünstig. Wir sind hier immer noch dabei, für irgend so eine Waffe, diesen ungünstigen, leichten, schwachen Feline-Pass, Feline-Mal-Pass zu bekommen. Ey, Gesundheit erhöht! Viel Fleisch ist immer gut, wobei das stimmt nicht. Tatsächlich muss ich als wunderbärster, größter Fleischesser dieser Welt, also nicht ganz, weil es gibt YouTube-Videos von Leuten, die aus Barbecue-Sachen ein Kolosseum gebaut haben, um es dann zu essen. Da kann ich vielleicht nicht ganz mithalten, aber ich komme direkt dahinter. Ziemlich sicher. Und was soll ich sagen? Ich wurde gestern in die Knie gezwungen. Leider. Ich habe mich mit ein paar Freunden getroffen. Wir haben mal wieder versucht, Yu-Gi-Oh! Zu spielen, haben Smash gespielt und so weiter und so fort. Und kam auf die wunderbare Idee, lasst mal Pizza machen. Weil warum nicht? Pizza ist immer für alle gut, das hält, das ist toll, kann man machen. Nun wurde ich wieder als kontrollierende Kraft für eine der Pizzen eingegeben und wie ich es mir immer mache, mache ich eine anti-vegetarische Pizza. Eine Four Seasons, aber halt nicht wie normale Four Seasons mit 4 Käsesorten, sondern mit 4 Fleischsorten. Problem ist, ich hatte nicht als einziger die Hand an der Pizza, sondern tatsächlich auch noch andere, die meine Four Seasons Gemütlichkeit so zwar wunderbar unterstützt haben, aber zu stark. Es ist so, die Geister, die ich rief, wurde ich nicht mehr los. Und ich habe auf meine 4 verschiedenen Fleischsorten bestanden und die anderen haben darauf bestanden, dass von jeder Fleischsorte relativ viel drauf ist. Heißt, wir hatten 500 Gramm Hack, wir haben eine komplette riesengroße Jagdwurst gehabt, wir hatten Hähnchen, nein, Putenbrustfilets und Käsewiener. Und die Pizza bestand aus Pizzaboten. Danach kam einmal komplett drüber, komplettes Blech,
Hackfleisch, darauf Käse, darauf das komplette Blech voll mit Jagdwurst, darauf Käse, dann auf die Stelle, wo man noch nichts gesehen, also noch Hackfleisch oder Jagdwurst gesehen hat, die Käse wieder reingedrückt, darüber Käse und das Ganze umrundet mit den Hähnchenbrustfilets, darüber Käse. Alter, ihr habt noch nie so viel Fleisch an einem Ort gesehen, wie wir haben nachgerechnet, es waren irgendwie 6000 Kilokalorien oder so, die diese eine Pizza nur hatte. Wir sind leider nicht auf over 9000 gekommen, das fanden wir sehr schade, aber wir hatten es im tiefsten Inneren gespürt, dass es keine gute Idee war. Weil du hast sie nur angeguckt und hattest irgendwie keinen Appetit mehr. Wobei, das stimmt nicht, du hattest doch Appetit, hast einmal reingebissen und warst satt. Komplett. Das hat, glaube ich, meinen Fleischbedarf für das nächste Leben gedeckt. Diese eine Pizza. Ja, und wegen sowas mussten da Tiere sterben, finde ich schon mal grundsätzlich gut. Da können wir bitte nicht aus dem Kontext raushauen, das wäre sehr freundlich. Und können wir hier noch irgendwie gerade das halbrohe Fleisch hier lassen? Dankeschön. Seht ihr, und hier nehme ich echt wieder Fleisch mit. Und wir haben die auch nicht leer bekommen, das ist das erste Mal, dass ich ein Stückchen Pizza, wo Fleisch drauf ist, weggeschmissen habe. Ich habe zwei Stückchen von der Pizza gegessen, zwei so eine, ein Drittel Blech letzten Endes. Und Alter, ich bin gefühlt fast umgefallen. Es war dann doch einfach zu viel. Und dann siehst du diese zwei übrig gebliebenen Pizzastückchen noch vor dir. Und du willst sie nicht mal sehen, weil du nur siehst so einen Berg von Fleisch da drauf. Das ist, ne, manchmal ist zu viel halt doch einfach zu viel. Und nicht weniger ist mehr oder mehr ist weniger. Das ist ungünstig gewesen. Na gut, was ansonsten noch mit da war, wir haben noch Steine, wunderbar. Was mache ich übrigens Haupt heute? Ganz wichtig, ich habe es wiedergefunden. Für alle, die lange dabei waren. Die alten Requests. Ja, ohne Scheiß, die gibt's noch. Ich habe mal meine Sachen komplett nochmal auf den Kopf gestellt und die dabei wiedergefunden. Dabei gab es einige Sachen, die wir schon mehrmals probiert haben und die grundsätzlich alle nicht funktioniert haben. Ansonsten hätte ich die Request ja abgeschlossen. Und fuck, das war doof. Und ich weiß tatsächlich gerade nicht, was wir heute machen wollen. Und ich wollte einfach nochmal kurz aufnehmen, weil ich mir dachte, ey, ich muss mein Ding da noch erfüllen. Und das Problem ist, dass man mein Ding da oben jetzt nicht sehen kann. Ich muss jetzt nächstes Mal meinen Penis auf den Kopf kleben. Mein Ding kann man nicht sehen, es ist zu klein. Die Witze werden bei mir aber auch nicht besser, ne? Egal, zudem wollte ich irgendwann wieder näher heranschreiten an die 1000 Parts, die wir noch erledigen müssen. Und das wird halt nicht, wenn ich nicht aufnehme. Ganz klar. So, ich nehme trotzdem erstmal Blitzbomben mit, Flashbangs. Das kann erstmal nicht schaden. Wir haben immer noch, was ich mir tatsächlich gerade zutraue, schwarzer G-Rack Diablos fangen mit schwerer Armbrust. Das kann dir jetzt nicht so schwer sein. Das habe ich zwar schon zweimal in Folge verkackt, vielleicht das auch schon viermal. Das lag aber daran, dass ich den schwarzen Diablos getötet habe. Gut, und anschließend hat er mich dreimal in Folge getötet. Ja, müssen wir hier ja keinem erzählen. Also, rüsten wir mal ganz schnell unser Armbrustset aus. Das war eine schwere Armbrust, ne? Da hatte ich dieses Crack-Ding, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ach nein, die Daura Grande. Fast so schön singend wie Ariane Grande, bloß dass dabei weniger Leute sterben. Auch eine Option. Was brauche ich noch? Auf jeden Fall irgendwie Fallen. Fallgruppen gingen ja auch, wie ich jetzt seit neuestem herausgefunden habe. Muss ich halt einfach mal komplett eine muss ich Monster Tri-Ultimate durchspielen, um herauszufinden, dass die Typen tatsächlich in Fallgruppen reinlaufen können. Ich habe halt wirklich immer angenommen, dass es nicht geht. Es geht auch, glaube ich, wenn die wütend sind oder so, oder jetzt nicht wütend waren, eins von beiden, können die da drüber laufen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kann auch sein, dass das falsch ist. Aber ich habe immer angenommen, okay, du siehst sie ja in der Tauern, die können da nicht reinfallen, weil sie sind zu leicht. Okay, von mir aus. Und danach siehst du so ein Monstrum. So ein riesengroßes Vieh mit Flügeln und Hörnern. Wo du denkst, oh mein Gott, der Teufel ist da, bis du irgendwann Ryan gesehen hast. Aber vorher war es der schwarze Diablos. Und es gräbt sich ein. Was wird also äußerst uneffektiv dagegen sein? Fallgruben. Ja, falsch gedacht. It's a trap. The trap. Okay, von mir aus. Umso besser für mich, damit habe ich mehr Optionen, den tatsächlich zu fangen. Heißt, wir müssen auch auf jeden Fall noch Beruhigungsmittel mitnehmen. Ich weiß leider nicht mehr, welche Schüsse ich damals immer verschossen habe und wann der Typi tot war. Wenn ich das ein bisschen... Nein! Bleib hier. Wenn ich das Ganze ein bisschen
ruhiger angehen lasse. Also halt nicht einfach komplett rausballere. Sollte ich ja mitbekommen, wenn der Typ hier humpelt. Problem ist nur, wenn ich das so mache, kann es genauso gut sein, dass meine 50 Minuten Zeit halt ablaufen. Wobei ich glaube, ich habe 35 gebraucht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das ist eigentlich durchaus machbar. Was müssen wir denn hier lassen? Also, eigentlich müssen die Fallen alle mit. Fallen zum Nachkombinieren müssen genauso mit dabei sein. Ich brauche ja auch noch Schüsse. Fuck. Gut, da bleiben Kraftsamen hier, da bleibt meine Flöte hier, blase ich mir halt mal keinen. Ausnahmsweise No Nut November kommt ja eh als nächstes, muss man sich schon mal drauf vorbereiten. Dann muss der Honig hier bleiben, können die Kräuter auch hier bleiben. Muss ich eigentlich mit Tränken, Megatränken lang genug durchschauen. Maxi-Tränke wären eigentlich formidabel super, aber ich habe keinen Platz dafür. Heißt, wir gehen wieder mit alternativen Möglichkeiten für die aus Nürnberg ran, mit meiner AfD mal wieder. Einfach nicht getroffen werden. Ich verspreche es euch einfach und dann passt das schon. Passt zur AfD. Ich habe zwar noch keine Möglichkeiten vorgeschlagen, das zu tun, aber das wird schon. Gut, mehr kann ich halt auch gar nicht wegtun. Vielleicht die Kombibücher noch, also meine Fallen wieder unwahrscheinlicher zum Nachkombinieren. Heißt, wir nehmen auf jeden Fall nochmal Stufe 1 mit. Das heißt, ich kann zumindest schon mal dauerhaft ballern. Was gibt's noch? Eis war, glaube ich, seine Schwäche. Nehme ich mal an. Habe ich das früher so genommen? Ich denke schon. Pürse wäre auch super, gerade wenn wir einmal durch das lange Ding einmal durchballern. Ich habe nur Stufe 1. Wo ist meine komplette Munition hin? Wahrscheinlich verschossen, wenn ich mal so drüber nachdenke. Immerhin, unser lieber Händler hier wird doch bestimmt irgendwas Tolles für mich haben. Kräuter, gut, danke. Mein Dealer habe ich gefunden, Gras brauche ich aber gerade ausnahmsweise mal nicht da. Frost kann ich auf jeden Fall schießen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich die Waffe, glaube ich, immer genommen habe, dass Frost eine gute Option sein sollte. Sonst hätte ich wahrscheinlich eine andere Waffe genommen. So, Crack und Streu sind zwar witzig und Michael Bayig, aber ich glaube, sie machen zu wenig Schaden, um sinnvoll zu sein. Dann doch lieber hier einmal komplett Pürse mit am Start. Da bin ich voll. Gut. Oder eher nicht gut in dem Fall. Fuck. Ich könnte auch Tränke hier lassen. Na, ich werde eh nicht getroffen. Lass mal Tränke hier, dann können wir noch sagen, dass Blitzkäfer hier bleiben, da kann ich automatisch die Bombenmaterialien mit hier lassen, habe schon wieder drei neue Sachen. Bedeutet, wir können nochmal Normalschiffe 2 und 3 mitnehmen und was wäre noch so sinnvoll? Irgendwas, dann vielleicht noch Streu. Also irgendwas, was halt noch wirklich Bum Bum macht. Bum Bum Power Rangers. Ha, könnt auch Gift nehmen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Giftstufe 1 damit reinzupacken. Ja, dann vielleicht doch lieber Streu. Einfach nur, weil Style Points und mit reinen Style Points kann man auch gewinnen. Für die Fans halt noch Streustufe 1 mit rein. Ich hätte natürlich auch Sachen zum Nachkombinieren mitnehmen können, aber psch, wer braucht das schon, wenn man auch so einfach gewinnen kann? Okay, ich nehme ganz stark an, dass wir hier von einem G-Rank, ja, wir haben von G-Rank Diablos gesprochen. Von dem Schwarzen, ganz wichtig. Warum sollte ich gerade den Schwarzen fangen, ne? Ich finde das rassistisch von euch Aufgabenstellern. Ich habe mir leider die nicht notiert, wie der Name von den Aufgabensteller war. Aber hey, du bist rassistisch. Merkt ihr das? Ganz wichtig. Wäre es ein weißer Diablos gewesen, wäre das Ganze wieder voll in Ordnung gewesen. Aber nein, muss ja ein Schwarzer sein. Wir haben nochmal hier einen Schwarzen, aber es sind nur Graviose. Da, Diablos, Wüste Nacht. Ganz wichtig. Ich habe nämlich die anderen Getränke mitgenommen, bin ich mir sicher. Ich weiß noch nicht mal, welches Getränk ich mitgenommen habe. Ich habe definitiv das Falsche eingesteckt oder gar keins. Brauche ich echt so viele Munition dafür? Weil eigentlich könnte ich dann auch sagen, hier Normalstufe 1 kann weg. Gibt's? Brauche ich bestimmt eh nicht und notfalls schlage ich den halt nicht mal zu Tode. Schlage ich ihn müde. So sieht's aus. Heißgetränke brauche ich, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Da, 39 Stück, alles da, wunderbar. Gehen wir mal los. Was habe ich denn so in letzter Zeit erlebt, um auf die anderen Sachen zurückzukommen? Weil wir haben ja lange nicht mehr so unter uns zusammen mit Facecam. Sexy Babes, die ich da durch diese runde Öffnung meiner Kamera sehe. Ich meine, ich habe eine Linse, ich sehe euch noch schärfer, als ihr eigentlich seid, aber ich mag es trotzdem. War es gerade ein Diss? Ja, ich glaube, es war ein Diss. Und zwar, unter anderem, ich habe Filme geschaut. Als allererstes dazu zu anzumerken, hieß dieser Film Smallfoot. Ist tatsächlich kein Disney-Film, es wird trotzdem gesungen da drin. Einmal auf jeden Fall, vielleicht auch zweimal.
geht halt letzten Endes um Yetis, die, oder Bigfoots halt letzten Endes, die einen Menschen finden oder auch nicht. Und die nennen ihn halt Smallfoot, logischerweise. Hm, gut. Und ist, glaube ich, grundsätzlich ein Kinderfilm, natürlich wieder mit Referenzen, die nur Erwachsene verstehen. So zum Beispiel gibt es eine Pac-Man-Referenz, die einfach so unerwartet und so geil kommt, dass ich und mein Vater mich weggehauen haben. Und wir uns sicher waren, dass kein anderes der anwesenden Kinder, es waren drei Schulklassen, das mitbekommen haben. Selbst die Lehrer haben da nicht gelacht, weswegen ich auch denke, dass die das nicht mitbekommen haben. Was sehr schade war, bei Pac-Man und Referenzen sind immer ein Win. So viel steht fest. Alter ist der groß. That's what she said. Was wir auch noch mit sagen müssen, der Film fängt richtig scheiße an. Also die ersten Minuten des Films denkst du dir, boah, Alter, was mache ich hier? Was unter anderem daraus dran liegen könnte, dass halt ein komplettes anderes Publikum zu jung ist, um ihr Alter auf der Uhr zu haben. If you know what I mean. Das war scheiße. Gambray, du bist ein richtig großes Arschloch, so viel steht fest. Und danach halt relativ eindeutige Prämissen und die Welt wird so ein bisschen leicht erklärt und du denkst dir, ja, okay, gut, ist jetzt. Jetzt halt nicht so toll. Es ist ein paar coole Ideen mit dabei, aber da hört es auch auf. Jedoch, was ganz wichtig bei dem Film ist, der wird ohne Scheiß von Minute zu Minute geiler und ist am Ende einfach richtig episch. Also daher würde ich ihn euch tatsächlich empfehlen, also ihr müsst dem Film eine Chance geben. Und das ist, glaube ich, das Problem an sich, einfach nur ein Ding oben zu halten. Ja, das Ding oben zu halten ist für die meisten Männer ein Problem. Ich weiß, danke, Ladies. Habe ich auch schon mitbekommen. Wait, what? Schallbomben, das wäre doch geil gewesen. Egal. Und, bleibt nett. Tapfer, gläubig, gutherzig. Ja, das machst du wunderbar. Komm mal hergerannt. Hey, Buddy, ich bin hier für dich. Okay, Gambray, das war tatsächlich meine Hilfe. Darfst du ausnahmsweise mal tun. Ich muss da mal kurz einmal vorbeirennen. Sorry, wollte ich nicht. Standst im Weg. Friendly Fire war da leider aktiviert. Daher, wie gesagt, dann für Littlefoot durchaus eine Schauempfehlung. Könnt ihr euch antun. Wenn ihr ihm eine Chance gibt, ganz cool. So, was haben wir noch gemacht? Ich glaube, ich hatte noch einen... Fuck! Nein, leider nicht. Aber, komm schon, jetzt steh auf! Ich weiß, du willst es. I get knocked down, but I get up again. You were never gonna keep me down. I get knocked down, and I'm dead. And I get up again. You're never gonna keep me down. Habe ich irgendwo Bier? Drinking the night away. Okay, ich bin also beinahe One-Hit. Gut zu wissen. Also jetzt bin ich definitiv One-Hit. Das wird äußerst witzig hier noch.